Mein Name ist Julia Paschkewitsch, ich bin 26 Jahre alt und starte auf den World Games in der Kategorie Duo Classic Mixed. Ich bin der Johannes Torbesles, 27 Jahre alt und mache Duo Mixed mit der Julia. Wir waren 2017 bereits bei den World Games dabei und ich würde definitiv sagen, ja, wir profitieren davon, weil es einfach eine Erfahrung ist, die wir natürlich gewinnbringend einsetzen können, um nochmal das Beste aus uns rauszuholen. Wir wissen, wie ein großes Event abläuft, wissen, wie wir uns zu fokussieren haben und ich glaube auch allein der zweite Platz bei den World Games und die Goldmedaille im Team damals bestärkt uns sehr positiv, dass wir jetzt nochmal richtig Vollgas geben werden. Wir gehen mit den Erwartungen so um, dass wir von uns jetzt erwarten, dass wir am Wettkampftag unsere beste Leistung geben, dass wir uns darauf vorbereiten und unser Spitzenniveau an diesem Tag erreichen. Ob es für uns noch eine weitere Workgames-Periode geben wird? Ganz klar nein. Wir werden nach dem Workgames schauen, wie wir uns fühlen und dann danach entscheiden, was der nächste Schritt ist. Was wir auch gerne noch loswerden wollten, ist einfach ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns auf diesem Weg hierhin begleitet haben. Ganz großes Danke an unseren Heimatverein, den SV Niederroth, an unseren Heimtrainer, an all die Athleten, die uns immer unterstützt haben, mit uns auf der Matte standen, geschwitzt haben. Vielen lieben Dank und auch ein großes Dankeschön an unsere Familien, an unsere Freunde, weil ohne die wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen. Wir haben riesiges Glück, dass wir auf unserem Weg riesen Unterstützung bekommen haben vom Landesverband, vom Bundesverband, ganz vorne dran die Landeskaderathleten, die mit uns immer geschwitzt haben, die Landestrainer, die uns immer unterstützt haben, die uns von ganz klein auf aufgebaut haben und einen riesen Anteil an unserer Leistung haben. Im Bundeskader haben wir auch viele neue Freunde gefunden. Danke an alle.